Das ist immer wieder spannend und das höre ich auch sehr oft von Dozierenden und es ist ganz fächerübergreifend, also ganz egal aus welchem Fachbereich sie kommen, dass sie sagen, Aktivierungsmethoden, also wenn man die einsetzt, die kosten wahnsinnig viel Zeit und da geht eigentlich gute Vermittlungszeit verloren, wo die Studierenden gut lernen könnten. Aber das Spannende ist ja, dass gerade Aktivierungsmethoden die Lernqualität oder das Lernen bei den Studierenden fördert und auch die Verarbeitungstiefe steigert. Und dazu sind, wenn man jetzt nur die Ziele von Aktivierungsmethoden anschaut, 4 Punkte eigentlich zentral. Und das erste ist, das fördert die Behaltensleistung, wenn man einfach anguckt, dass Aktivierungsmethoden so die Wiederholung unterstützt. Kann man einfach sagen, dass durch jede Aktivierungsmethode ja der Behaltensprozess oder die Wissenselemente aktiviert werden, auf die ich dann leichter abrufen kann. Und das Zweite ist, es ist auch so Lernen in einem anderen Kontext. Es wird auf verschiedene Art und Weise gelernt, also man unterstützt das situierte Lernen und dadurch kann man einfach sagen, dass die Behaltensleistung gefördert wird. Der zweite Punkt, das ist, finde ich, sehr wichtig, denn allein durch die Durchführung von einer Aktivierungsmethode wird die Motivation und auch die Einstellung zu einem Thema verändert. Also dadurch allein kann ich Lernmotivation fördern. Und das Spannende ist auch, dass man mit manchen Aktivierungsmethoden auch so den Austausch zwischen den Studierenden fördert, wo man sagen kann, da kommt man den Studierenden entgegen durch das ja, Grundbedürfnis soziale Eingebundenheit. Also die Studierenden wollen nicht in einer autonomen Masse die ganze Zeit sein und mit Aktivierungsmethoden kann man sie dabei unterstützen. Der dritte Punkt, und ich muss sagen, das ist ein für mich besonderer Punkt, das ist, man fördert Lernpausen. Und erst denkt man so, wow, an der Lernpause, da lernt man ja nichts. Aber im Gegenteil, man kann ja sagen, so reiner Input an einem Block ist gar nicht so gut. Es ist viel besser, das Lernen verteilt aufzubereiten. Also man fördert verteiltes Lernen. Und der zweite Punkt, den ich dabei nennen möchte, ist das Thema nicht-intentionales Lernen. Also wir lernen auch in Lernpausen. Und das sollte auch gerade gefördert werden. Da ja, kommen unbewusste Prozesse zugange, die man unbedingt unterstützen muss. Und der vierte Punkt ist die Aufmerksamkeit und Konzentration. Also ich weiß, dass so der Uni-Habitus oft immer ist, viel Informationen an einem Stück, aber das kann die Studierenden die Kapazität oft einfach überfordern. Also man redet von der kognitiven Belastung, das überfordert die Studierenden und da möchte man entgegenwirken und sagen, ja, man möchte das Lernen effektiver gestalten, die Studierenden dabei unterstützen und das hilft bei Aktivierungsmethoden. Also Aktivierungsmethoden fördern den Lernprozess, steigern die Wissenstiefe und kosten ein bisschen Zeit, aber sie sind sehr unterstützend. Ah, der Großgruppenkontext ist ein spannendes Thema. Ich habe auch schon gehört, Großgruppen, die kann man nicht aktivieren. Es ist natürlich vom Setting her einfach ein anderes. Die Studierenden sind eher passiv eingestellt. Es braucht viel Zeit, um sie aktivieren. Und dann muss man gucken, was dazu passt. Und dazu empfehle ich einfach Methoden, wo vielleicht in Einzelarbeit mehr aktiviert wird. Da kann man jetzt nicht Großgruppen interaktiv miteinander austauschen lassen. Und eine sehr schöne Methode ist das One-Minute-Paper. Das braucht, wie der Name schon sagt, eine Minute Zeit und überhaupt gar keinen Vorbereitungsaufwand. Das ist ja für Dozierende auch immer das Schöne daran. Und die Idee ist, jede Studierende nimmt ein Blatt Papier und einen Stift. Wichtig ist, dass es handschriftlich ist. Und man kann eine Frage zum Beispiel stellen, wenn man an die letzten 20 Minuten der Vorlesung denkt, was fällt Ihnen alle spontan dazu ein? Und dass man das alles aufschreibt. Das ist einfach ein schöner Wiederholungseffekt, aber wenn man es aufschreibt, ist es einfach noch ein bisschen besser behaftet. Oder man kann schreiben, welcher Punkt, den habe ich gut verstanden, wo ist noch eine Frage offen, das die Studierenden schreiben lassen, man sammelt das alles ein. Und das Schöne daran ist, man hat es das nächste Mal gleich als Wiederholung, als nächste Aktivierung vorliegen und das fördert schon den Lernprozess. Also für Großgruppen würde ich eher sagen, klar, mehr auf Einzelarbeit konzentrieren oder minimal mit Partner austauschen und schon hat man die Studierenden aktiviert. Ah, bei Seminaren ist natürlich besonders schön, da ist der interaktive Charakter fast schon da, da bringt der Raum, den kann man verstellen und die Gruppengröße ist nicht so groß und man kann wirklich ja mit den Studierenden aktiv arbeiten. Und das würde ich dann auch nutzen im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einer großen Vorlesung, wo die Studierenden eher sitzen bleiben, da würde ich den Raum nutzen und da ist eine schöne Methode, ist die Bodenaufstellung. Man sagt, man aktiviert und lässt die Studierenden sogar mit aufstehen und man stellt sich so eine imaginäre Linie im Raum vor. Also eine Frage wäre zum Beispiel, wie sicher fühle ich mich in dem
Themenkomplex. Und man sagt, in der einen Ecke des Raums ist 0% und sagt, boah, da fühle ich mich total unsicher. Und am anderen Eck sind es irgendwelche 100%. Also man sagt, ach, da fühle ich mich richtig gut, da fühle ich mich richtig sicher. Und lässt die Studierenden aufstehen und im Raum positionieren, holt sich 2, 3 Stimmen ein, um ein Meinungsbild zu holen. Das hat, finde ich, den schönen Effekt, dass die Studierenden wirklich aktiv sind, weil sie aufstehen, sie können sich positionieren. Das ist manchmal auch gar nicht so leicht, sich neben den Kommilitonen und Kommilitonen zu positionieren. Man kriegt ein schönes Meinungsbild und ist interaktiv mit den Studierenden dabei. Und es ist ein bisschen raus aus dem normalen Lernsetting. Also für Seminare kann man super interaktiv arbeiten.